Spinatcremesuppe und schon kommen der Spinat und die Kräuter dazu. Muss ich nur ein paar Mal umrühren, schon ist der Blub geschmolzen. Drei, dann mache ich im Handumdrehen die Brühe fertig, so wie es auf der Packung steht, rühre sie unter und lasse alles kurz aufkochen. Vier, Bisschen Salz und Pfeffer zum Abschmecken dazu und natürlich die Petersilie. Nochmal aufkochen, in den Suppenteller gießen. Fertig. Schinkenröllchen auf Blattspinat. Zubereitungszeit, k. Minuten. Backzeit, k. Minuten. Proportion, k/13 OOKJ. Ein schmackhafter Snack für zwischendurch, oder aber eine leckere Vorspeise für meine Freunde. Ein, ich starte. Aufgepasst, die Zwiebel schälen und klein hacken. Zwei, Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel darin glasig dünsten. Fünf, zurück. Zum Spinat, was verrät der Geschmackstest? Klar, ich muss noch mit Salz, Pfeffer, Paprika und Muskat abschmecken. Und schon kann ich das Gemüse in eine gefettete, ofenfeste Form geben. 6. Dann lasst uns doch schon mal den Backofen auf 225 Grad Celsius, Umluft 190 Grad Celsius, vorheizen. 3. Tüdelüdelüd, ich hab heute richtig gute Laune und dann pfeife und singe ich immer, den Spinat und 3 Eelwasser hinzufügen und lalalala dünsten, bis alles aufgetaut ist. Rühre nicht vergessen, rühr die lalala. Zutaten für 4 Portionen Zwiebel, Ehl, Sonnenblumenöl, 45 OG Blattspinat, Wieg, 200 Gramm Pellkartoffeln, mehlig kochende, gekocht und geschält Ehl, Doppelrahm Frischkäse, Eigelb, Grelatzer oder ein 100 Gmentaler, gerieben. 2 Ehl gehackte, frische Kräuter oder 8 Kräuter, gemischt, 1 K, Salz, Pfeffer, Paprika, Edelsüß, Muskatfett für die Form. 4 dickere Scheiben G 111 Ehl kochter Schinken. 2 bis 3, 111. Crostini al Blub. Zuerst hole ich die Mini-Blubs aus dem Tiefkühler und lasse sie in einer Winzlingspfanne bei kleiner Flamme oder in der Mikrowelle heiß werden. 2. Dann säbel ich mir Scheiben vom Ciabatta ab und röste sie im Toaster goldbraun. 3. Schwupps, da hüpfen die Brotteilchen auch schon aus dem Toaster. Ich lege sie also auf ein Küchenbrett und halbiere die Knoblauchzehen. Mit der angeschnittenen Seite des Knoblauchs reibe ich dann die Oberfläche der Brote ein. 4. Nun streiche ich mit einem Messer den Blub auf. Am liebsten würde ich ja schon jetzt reinbeißen. Nein, Fauna, beherrsch dich. 5. Also, schnell von dem getrockneten Tomaten etwas das Öl abtropfen lassen und die Tomaten dann in kleine Würfelchen schneiden. Den Feta-Käse schneide ich auch klein. Spinattomaten. Mal wieder zeigt sich, wie praktisch dieser portionierte Blattspinat ist. Ein, ich nehme also 2 Würfel aus dem Tiefkühler und lasse sie ein bisschen antauen. Während die kleinen so dahin schmelzen, kann ich ja schon mal die Knobizze schälen und fein würfeln. Und das Öl in einer Pfanne erhitzen. Und Knoblauch darin andünsten. 2. So, meine süßen Grünen, jetzt kommt ihr in die Pfanne und dürft circa 2 Minuten dünsten. 3. Na, noch ein bisschen Salz und Pfeffer zum Abschmecken? Ja, sollte ich wohl schon reintun. 4. Die Tomaten muss ich ja noch waschen, bevor ich oben einen Deckel abschneide und das Innere mit einem Teelöffel heraushole. 5. Die Hälfte des Fruchtfleisches gebe ich zu dem Spinat und lasse alles etwas einkochen, bevor ich nochmal abschmecke. Und Feule, die CR und RLF reiche gibt auch noch eine tolle Geschmacksnote dazu. 6. Damit diese supergute Füllung nicht zu schnell abkühlt, wärme ich die Tomaten in der 7 und anschließend kann ich sie mit der Spinatmischung füllen, den Tomatendeckel draufsetzen und zum Beispiel mit geröstetem Knoblauchbagel servieren. Spargel mit Spinatsauce. Heute verrate ich mal eine echte Wundersauce. Wundersauce deshalb, weil ich mich wundere, dass sie mir so gut gelingt. Und dass sie fast zu allem passt, ehrlich. Also zum Beispiel zu Spargel, zu Kartoffeln, zu Gemüse, zu Fleisch, zu Fisch oder auch einfach so, mit Brot oder Rohkost zum Dippen ein Erbsen und Spinat auftauen lassen. Z. B. In der Mikrowelle, oder einfach später in der warmen Soße auftauen, 2 cremefreiche Sojasauce und Kapern in einem Topf miteinander verrühren und erhitzen. 3. Das aufgetaute Gemüse hinzugeben, alles mit einem Pürierstab zerkleinern und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Spinat, Burritos. Zubereitungszeit, ca. Minuten. Proportion,
190K-790 KJ Sud für 2 bei 1 Sport 1, 10 Litz Spinat, C3.11 2, 45 O Portio 4, Knoblauch C 1 cm Ingwerle 1 I 2 rote und gelbe Paprikaschote 11 bis 1, Sesamöl 1 TL Sojasauce 2, 1 Ortila Fladen 1 EE Curry Creme, Hirnglas RN Asla Laden erhältlich, Ola, El Spinat Muleka in El Burrito. Wie, ihr versteht kein Wort. Egal, lasst uns trotzdem loskochen ein Warmos. Als erstes hole ich einen kleinen Topf und erhitze darin den Spinat mit ca. 8 ml Wasser 2. Als nächstes schäle ich die Knoblauchzehe und presse sie direkt in den Spinat 3. Auch den Ingwer muss ich aus seiner Hülle schälen, bevor ich ihn in klitzekleine Würfelchen schneide und zum Spinat gebe. Und die geputzten Paprikahälften müssen noch in Streifen geschnitten werden, für später. 4 dann. Glubdiwub, je einen Teelöffel voll Sesamöl und Sojasauce zum Spinat und schon duftet es Mubin 5. Während langsam die Flüssigkeit einkocht, erwärme ich in einer Pfanne ohne Fett die beiden Tortilla-Fladen. Vorsicht, dass die Pfanne nicht zu heiß wird, die Tortillas sollen nur leicht angeröstet werden. Erst der eine, dann der andere 6. Ist der eine warm und angebräunt, lege ich ihn auf einen schönen Teller, gebe etwas Currycreme drauf und verteile sie mit dem Löffel auf dem Fladen. S000, jetzt den Spinat und ein paar Paprikastreifen drüber geben und dann vorsichtig alles einrollen. Los rot los, sozusagen. Pikante Spinattaschen. Was ich deshalb immer im Tiefkühlfach habe, ist der Mini-Blub. Und Blätterteig. Okay, hier ist es, das Basisrezept, Zubereitungszeit, K411, Minuten Backzeit, circa Minuten pro Tasche, circa 130K-56 OKJE schnell und einfach, so muss es bei mir manchmal gehen, wenn ich nach Hause komme und so richtig Hunger habe. Und deshalb ist hier ein super Basisrezept, das man auch machen kann, wenn man nur noch wenige Happen im Kühlschrank hat. Ein erst schon mal den Backofen vorheizen, so auf ca. 200 Grad Celsius, Umluft 180 Grad Celsius, zwei Backpapier aufs Backblech legen. Darauf einfach 1 oder 2 oder 3 Blätterteigplatten legen, je nach Hunger eben, kleiner, mittlerer, großer, und kurz antauen lassen. In der Zeit guck ich schon mal, was sonst noch so im Kühlschrank ist. 3 Dann lege ich so circa 12 Mini-Blubs auf jedes Blätterteigteilchen. 4 Und da drauf kommt dann, was ich im Kühlschrank finde und was zu Spinat schmecken könnte. Also zum Beispiel eine Cocktailtomate, halbiert, dann kugelt sie nicht weg. Einen Spritzer Tabasco drauf, Tazot, 5 oder auch ein Stückchen Käse, Gorgonzola zum Beispiel, italienisch. Oder Hüttenkäse. Und ein bisschen Muskatnusspulver, ganz ne feine Sache. 6 Manchmal hab ich auch noch 1 oder 2 Scheiben Schinken. Einfach in Würfel schneiden und auf die Mini-Blubs legen, lecker. 7 Dann muss ich nur noch den Blätterteig falten, wie ich gerade lustig bin, mal als Rechteck, mal in der Mitte zusammengezwirbelt wie ein chinesischer Glückskeks, mal als Windrad. Das sieht mit der Cocktailtomate klasse aus, und für 10 Minuten ab in den Backofen. 8 Backhandschuhe anziehen nicht vergessen. Wenn man's wieder rausholt. Ofenkartoffeln mit Butenspinat ZGGSZZO Golden Oaks EEPSZZGZSZG, CE Zuxro Portion. 33 OK-138 OKJ Zutaten für 4 Portionen. 4 große, mehlig kochende Kartoffeln, 15 O Gram Spinat mit dem Blub, TK, Gouda, gerieben, 15 OG Dose Mais, Abtropfgewicht 125 Gramm, 150 Gramm Butenbrustfilet. Salz, Pfeffer E03 8. Sonnenblumenschnittlauch, Haliene Kartoffeln. Und den Blub ebe ich ja auch. Logische Konsequenz, Kartoffeln schmecken ja auch mit Blub. Die Kartoffeln muss ich unter Wasser erstmal gründlich abbürsten. Anpacke ich die Kartoffeln in einen PF mit Wasser und etwas Salz und tue sie da drin bei mittlerer Hitze, ungefähr 3 Uhr Minuten dauert das 2. Ach ja, den Blub kann ich ja auch schon mal aus dem Tiefkühler holen und in der Mikrowelle auftauen. Hups, schon sind die 3 Uhr Minuten für die Kartoffeln rum.
Also, der Griff zum Topf flappen und vorsichtig abgießen. 3. Als nächstes kann ich ja schon mal den Käse aus dem Kühlschrank holen. Und die Maisdose öffnen und den Mais aus der Dose in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. 4. Dann schneide ich mit einem scharfen Messer das Putenbrustfilet in kleine Würfel, würze es mit Salz und Pfeffer und brate es in Öl ca. 5 Minuten rundherum an. Tralali, tralala, den Mais gebe ich dazu in die Pfanne. Und natürlich den Rahmspinat. Was steht hier? Genau, noch 5 Minuten köcheln lassen. 5. Okay, jetzt kann man die Kartoffeln auch vorsichtig anfassen, ohne sich zu verbrühen. Ich halbiere sie und häufe dann die Spinatbutenmasse drauf. Hackbällchen mit Spinatzubereitungszeit, k. Minuten pro Bällchen, Kaliumzutaten für 14 bis 16 Bällchen, ein altbackenes Brötchen, 15 OG Rahmspinat mit dem Blub, 1 k, 400 Gramm gemischtes Heck, halb Schwein, halb Rind, 1 Ei, 2 PCKG, Zwiebeln und Knoblauch, TK, E2, 5 Gramm, Salz, Pfeffer, Paprika, 2 Öl, 1 erstens, das alte Brötchen, oder die Schrippe oder die Semmel, da geht das ja schon wieder los, will, weiche ich kurz in warmem Wasser ein. Dann nehme ich es wieder raus und drücke es gut aus. In der Zwischenzeit haue ich den Rahmspinat auf, z. b. in der Mikrowelle 2. In einer Schüssel mische ich dann aus dem Hackfleisch, dem, wie auch immer genannten, Brötchen, dem Ei, dem Zwiebelknoblauchmix und dem aufgetauten Rahmspinat einen Riesenklops 3 Salz und Pfeffer und gut 1 TL Paprikapulver kommen natürlich auch rein in die Mischung. 4. Und dann rolle ich mit meinen Händen lauter kleine Bällchen in Form 1, 2, 3 und noch eines und noch eins, ups, das ist ein bisschen kleiner als die anderen, und noch eins, ja? Jetzt sind es 16 Stück geworden. Prima, so viele sollten es auch werden. 5. Jetzt muss ich nur noch das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Hackbällchen darin 15 Minuten rundum braten. Und dann kann ich schon eines essen. Und noch eins und noch eins? Nee, jetzt muss ich meinen Freunden aber auch noch was lassen. Vielleicht nur noch ein winzig kleines? Das kleinere von vorhin zum Beispiel? H.E.J., schau doch mal weg. Gefüllter Piet abrutte ein. Schnell hab ich eine Portion Blattspinat aus der Packung genommen. 2. Beim Zwiebelschälen kann ich ja schon mal vom blauen Meer träumen. Da kommen mir gleich die Tränen. Quatsch, das liegt ehrlich gesagt eher daran, dass ich die Zwiebel und die Chileschote jetzt gerade in feine Würfel schneide. Geht vorbei. Jetzt schon, weil ich nämlich Öl in einer beschichteten Pfanne erhitze und die Zwiebel bei mittlerer Hitze darin glasig dünste. 4. Naja, viel muss ich ja nicht mehr machen, erstmal noch mit Pfeffer und Salz abschmecken und 4 Minuten mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. 5. Her mit dem Toaster, und das Pita-Brot kurz drin anrösten. Da hüpft es mir auch schon entgegen, das hat vielleicht Energie. Jetzt muss ich es nur noch mit einem scharfen zackigen Messer aufschneiden und schon kann ich den Spinat einfüllen. 6. Ich mach mir immer viel Tzatziki und Schafskäse darauf, das schmeckt schön pikant. Natürlich nur, wenn ich abends kein Date mehr habe,